Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Was so alles passiert ist, gell? In 24 Stunden glaubt man ja nicht. Eigentlich, ich war schon ganz, ganz lange auf den heutigen Tag vorbereitet und habe ein wunderschönes Lied geschrieben, weil ja morgen ist es soweit. Morgen ist es ja soweit. Die Wirten sperren wieder auf. Und ich klatsche, dass wir endlich wieder ins Restaurant gehen können und in eine Bar, die bis 23 Uhr offen hat. Und zum Heurigen gehen können, wenn schönes Wetter ist und weiter. Deshalb, ich klatsche den Wirten. Ich freue mich schon. Wirklich, ich habe es vermisst. Ich habe das Kaffeehaus vermisst. Ich sage es ganz ehrlich, wirklich. Ich gehe total gern ins Kaffeehaus. Also, was das angeht, bin ich eine richtige Wienerin. Aber auf der anderen Seite bin ich auch eine richtige Griechin, weil ich esse auch gern. Also ich gehe auch gern essen. Spät essen, also das, genau. Deshalb freue ich mich wirklich extremst darauf und ich freue mich auch für die Wirten. Ich hoffe, dass das alles ganz gut funktioniert. Besser funktioniert als die PR-Kampagne, die der Sebastian Kurz gestern gefahren hat. Zuerst mal sagen, ah, ich fahre ins Kleinwalsertal. Es wäre total nett, wenn ihr ein bisschen Fahnen draußen aufhängt. Ich meine, wer von euch, ganz ehrlich, wer von euch hat zu Hause eine Österreich-Fahne, die ihr ans Haus oder an die Wohnung hängen kann? Ich hab das gar nicht. Ja, ich musste mir heute eine basteln, damit ich eine habe. Ja, und sie ist kaputt gegangen. Ich bin eine große Patriotin, aber ich habe keine Fahne. Tut mir leid. Vielleicht eher eine Fahne jeden Abend, weil ich so viel sauf aufgrund dieser Situation, aber sonst habe ich keine Fahne. Egal. Deshalb war das heute ein bisschen eine spontane Geschichte. Ihr könnt auf YouTube nachschauen. Die Ode an Sebastian Kurz, ja, wo ich seine kleine Reise ins Walsertal ein bisschen besungen habe, zusammen mit dem Hilfssklaven. Genau, oder dem Almöhi, wie er heute ja, so schön zu sehen war. Aber eigentlich heute wollte ich den heutigen Tag den Wirten widmen. Deshalb das Lied für die Wirten. Es werden wahrscheinlich viele von euch kennen, es ist aus einem Musical, Annie. Es ist ein sehr, sehr altes Musical, aber ein richtig geniales Musical. Das ist das, wo es um ein Kind geht, das im Waisenhaus wohnt. Da gibt es auch das Lied It's a Hard Knock Life for Us, das kennt ihr. Und ich singe aber das wunderschöne Lied The Sun Will Come Out Tomorrow. Ja? Also Back to the Roots. Ich habe hier Musical studiert. Ich gebe es zu, deshalb jetzt. Melancholisch. Meine erste Musical-Nummer übrigens. Nach 60 Tagen. Heute ist Tag 60. Meine erste Musical-Nummer. Ich habe mich echt gut gehalten, finde ich. So, bitte. Die Lokale sperren auf. Schon morgen. Deshalb machen sich schon viele Sorgen. Kommt Welle 2. Die Lokale sperren auf. Und morgen reden wir bei Wachtel von unseren Sorgen. Wer ist dabei? Pappendeckel muss drauf, beim Rein- und Klo gehen. Nur am Tisch bleibt man von dem Teil befreit. Drum schreit, die Lokale sperren auf. Schon morgen waschen wir die Hände und die Sorgen einfach weg. Denn morgen, ja morgen müssen wir uns nicht mehr versorgen. Der Wirt macht's gleich nebenan. Drum geht alle morgen oder übermorgen. Stellt euch für ein Schnitzel an. Na, wenn das keine Musical-Nummer war, ich meine, was Wahnsinn, gell? Unglaublich, dass ich das nicht gemacht habe. 60 Tage ist Musical an mir vorbeigegangen. Wahnsinn, aber ich habe es ein bisschen vermisst, gell? Deshalb, bitte geht doch in die Lokale, die können es wirklich brauchen und seid nicht böse, wenn es irgendwelche neuen Bestimmungen gibt, regt euch nicht auf, es bringt ja nichts, gell? Und manche Lokale haben nur bei Schönwetter offen, weil es nicht anders geht, weil es sich für sie nicht auszahlt, ja nicht, dass ihr euch dann aufregt, okay, warum ist es nicht, also, ja, die haben es auch nicht so leicht, gell? Wir stecken ja immer alle noch im selben Boot. Deshalb, aber freuen wir uns, dass wir wirklich Schnitzel essen gehen können, weil Schnitzel selber machen, sind wir uns ehrlich, das macht einfach keinen Spaß, wenn die Bude stinkt und so. Gell? Das lassen wir lieber die anderen machen. Oder ein Beustel, ein gescheites Beustel, gell? Das taugt ganz. Oder ein Schweinsbratenbrot bei der Hase, gell? Gibt es morgen zwar nicht, aber vielleicht übermorgen, wenn es wieder aufsperrt, wenn es schön Wetter ist. Ich komme auch, ich werde auch gehen. Vielleicht singe ich ja irgendwo mal aus dem Heurigen raus oder aus dem Restaurant raus um 18 Uhr, wenn ich mal ausgehe. Ich kann wieder rausgehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wie gesagt,
das andere Video an, das ist auch ganz schön geworden. Eigentlich wollte ich am Fenster sitzen, aber dann habe ich ein schönes Video dazu gemacht auf YouTube. Caro Athanasiadis. Liebe Grüße aus der Quarantäne und wir sehen uns morgen wieder nach der Pressekonferenz.